Servus, liebe Freunde. Wir haben das Feld 19 gekauft. Mein Gott, ich bin immer noch richtig glücklich und kann es kaum fassen hier. Ja, die Sämaschine, genau, die sollten wir natürlich wieder zum Einsatz bringen. Der Kollege hat ganz schön Arbeit vor sich. Okay, so, wir haben natürlich jetzt das Geld von der BGA, alles komplett soweit drin, haben 32.000. Allerdings reicht das noch nicht ganz für die großen Kameraden hier. Ich möchte aber den kleinen Güllewagen kaufen. Ja, der gefällt mir eigentlich unheimlich gut. Den möchte ich zum Düngen für hier unten benutzen. Deswegen kaufen wir den Kollegen. Und jetzt schauen wir nochmal kurz nach Grubber und Sämaschinen. Also der große Grubber hier, den ich mir ja vorstelle, der kostet 53.000. Das ist viel Geld. Sämaschine Dito. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Das werden wir dann nach der nächsten Ernte machen. Oder wir gucken, ob wir vielleicht doch die Gerste verkaufen und damit dementsprechend uns hier ein größeres Gerät zulegen. Wir verkaufen ja später auch noch hier ein bisschen Stroh. Da sollte auch noch ein bisschen Geld mit reinkommen. Natürlich nicht so diese Summen, die wir geplant haben oder gerne hätten, sage ich mal. So, als erstes, was wir aber noch kaufen müssen, das ist natürlich wieder mal klar, die Folge Kuh, die Folge Mäh und die Folge Kikeriki. So, das war übrigens der amerikanische Hahn, deswegen nicht Kikeriki, sondern Kikeriki. Das ist natürlich hier in Westbridge Hills alles ein bisschen anders. Da müssen wir eigentlich auch mit der amerikanischen Akzent sprechen, weil wir sind ja nicht mehr in Deutschland oder in Bayern. Ja gut, darauf verzichte ich aber. Ich denke mal, so versteht ihr mich doch ein bisschen besser. So, wir kümmern uns hier um das Stroh. Das ist natürlich jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier mit dem Stroh ein bisschen vorwärts kommen, denn dann können wir auch den Grubber schon ansetzen. Der wird ja auch seine Zeit brauchen. Und mal gucken, wie weit wir jetzt in dieser Folge kommen. Also ich würde natürlich ganz gerne noch den Streuer, den Güllestreuer runterbringen, aber da fehlen mir momentan noch die Möglichkeiten, weil die Ernte einfach noch läuft. Unten läuft die Sämaschine. Aber da kommt mir gerade eine Idee. Das ist doch ein ganz kleines Gerät. Ha! Na, könnt ihr es euch schon ahnen oder ausrechnen, was ich da überlege? Wäre das nicht vielleicht was für den kleinen Farmall-Traktor? Das Ding ist nicht sehr groß, muss nicht sehr viel ziehen. Vielleicht kriegt der das ja hin. Könnten wir ja mal testen. Der steht ja oben am Feld 6. Das ist nicht so weit weg vom Händler. Vielleicht haben wir da für den Kollegen endlich einen Einsatz gefunden. Apropos Einsatz. Der nächste Einsatz, der jetzt ruft, ist im Moment erstmal hier der Ladewagen. Denn die Mähdrescher sind schon wieder so weit, dass sie hier abgetankt werden müssen. Aber jetzt geht's auch hier mit der Ernte voran. Wir kommen gut vorwärts. Und ich glaube, das werde ich jetzt mal probieren. Denn da oben bringt uns ja der kleine Hobbitatsch sowieso nichts. Leider. Oh, jetzt ist der Fahrer weg. Ah, jetzt ist der Fahrer wieder da. Wunderbar. Warum das hier in dem Andocken nicht klappt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich fahre mit dem Knaben jetzt erstmal hier genüsslich wieder runter zum Landmaschinenhändler. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht den Güllestreuer da ankuppeln können. Wenn das natürlich klappt, wäre optimal. Oh, ich sollte aber vorher noch den zweiten Mähdrescher schnell abtanken. Sonst stehe ich auch hier wieder im Weg. Dann hätte ich hier zwei Probleme. Das sollten wir mal auf die Schnelle beheben. So, der Kollege steht am Arm der Welt ganz weit da hinten. Muss ich dann aufpassen, dass ich da gleich nicht nochmal im Weg stehe. Aber jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen zeitoptimiert arbeiten. Das heißt einfach ein bisschen hin und her springen. So, vom Geld her passt's. Und jetzt haben wir auch endlich für das Feld 19 soweit alles, was wir brauchen, zusammen. Wie gesagt, ich bete jetzt inständig, dass das funktioniert. Das wäre natürlich absolut traumhaft. Denn der müsste ja auch nicht besonders schnell sein. Das würde ja da unten ausreichen, wenn der da so gesehen mit Vollspeed, sprich seinen 17 bis 20 km/h, dort unten den Güllestreuer bedient. Voraussetzung ist natürlich, dass er hier den überhaupt ankuppeln kann. Warum das nicht funktioniert hat mit dem anderen Kipper, weiß ich bis heute noch nicht. Wenn es ihr wisst, schreibt es mal in die Kommentare rein. Wäre mal ganz interessant zu wissen, warum der Kleine hier den Dienst verweigert hat. Nicht, dass der da gar nicht für geeignet ist. Das wäre natürlich richtig eklig. So, und da drüben steht auch schon unser Gerät, nämlich unser Güllestreuer. Ist zwar jetzt der ganz Kleine, aber ich halte mich da auch ein bisschen an euren Leitspruch. Muss ja nicht immer gleich das Größte sein.
So, mal gucken. Ich befürchte aber, dass der da nicht mit zusammenarbeiten möchte. Denn das sieht ein bisschen nicht so ganz vom Größenverhältnis angepasst aus. Wir schauen mal. Vielleicht haut sich ja hin. Aber wäre unwahrscheinlich. Ne, lässt sich natürlich nicht ankuppeln. Hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen gewundert. Also können wir den leider doch nicht damit bearbeiten. Schade, dann bleibt er als Nostalgietraktor einfach mal da stehen. Apropos da stehen, ich stehe wieder mitten im Weg. Hat natürlich auch wieder sein schlechtes. Also ich glaube, wir müssten dann doch nochmal eins oder zwei Traktoren dazu kaufen. So, da bin ich jetzt nochmal neben dran gefahren. Dann tankt man hier oben erst ab. Der kann eh sich noch ein bisschen bewegen. Der steht hier schon und wartet. Jetzt gucken wir nochmal bei den Traktoren, denn da müssen wir ja dann auch noch ein bisschen aufrüsten. Also wir haben hier aus dem Classic Pack natürlich noch ein paar nette Kollegen. Das ist Ursus Fabrik, Ursus, Ursus, Ursus. Hier sind Classic Packs, aber mit dem Kramer haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht, das wissen wir. Hier haben wir noch den Case Puma. Der kostet aber 175, das ist so ein bisschen über unserem Budget. So, von den Standardtraktoren hätten wir höchstens den Bührer, der ist so teuer im Unterhalt. Gucken wir doch mal bei der Familie Ursus. Ja, da würde uns ja hier schon so ein Kollege reichen. Vielleicht hier so einer. Der braucht hier vorne nichts Großartiges. Der muss ja nur das Ding ziehen. Der würde hier schon ausreichen. Ich glaube, der Kleine, der kriegt das auch wieder nicht gezogen mit seinen 50 PS. Eigentlich schade. Da müssen wir mal schauen, wie wir da am besten agieren. Oder wir kaufen uns für hier einen moderneren, schnelleren Traktor. Ja, ich weiß, es hapert natürlich am Geld. Wobei, wenn hier die Ernte fertig ist, haben wir ja eigentlich schon wieder fast einen Traktor frei. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. So, um hier aber mal wieder etwas zu arbeiten und nicht nur rumzusülzen, werden wir hier jetzt mal das Stroh weiter einsammeln. Dann hätten wir vielleicht sogar die Möglichkeit, doch den Gruber zu erweitern. Vielleicht zieht er ja den. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Denn der hat ja Räder, der neue Gruber, den ich kaufen möchte. Vielleicht kann das der Farmer erledigen. Für irgendwas muss er doch eigentlich gut sein. Irgendwas müssen wir doch mit dem Kollegen machen können. Habt ihr Erfahrungen gemacht eigentlich so mit, ja, was der kleine Farmall alles ziehen kann, was nicht? Wenn ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, bevor ich mich hier jedes Mal blamiere, weil ich irgendwas versuche mit dem kleinen Treckerchen zu ziehen. Ich finde den süß, ich will den behalten, aber irgendwie bringe ich noch kein Einsatzgebiet ihm nahe. Irgendwie will er das alles nicht so. Das ist natürlich nicht so schön. Falls ihr wisst, wo wir den gut einsetzen können, für was er geeignet ist, sagt mir mal bitte Bescheid. Dann können wir da vielleicht was noch deichseln. So, und jetzt fahre ich hier und fahre ich hier. Und da hinten sehe ich gerade, ist ein Mähdrescher voll. Das heißt, den müssen wir gleich noch mal abtanken. Werde aber erst hier noch die Spur weiterfahren, bis wir hier am Ansatz der nächsten sind. So langsam kriegen wir hier Platz, dass auch der Gruber dann loslegen kann. So, nun einmal zum Abtanken. Ja, das wird höchste Zeit. Und ich sehe gerade, der zweite Kipper ist auch gleich voll. Das ist natürlich optimal. Ja, dann wird es wahrscheinlich doch wieder nichts mit auf Bevorratung. Weil irgendwie brauchen wir unbedingt jetzt Geld, um noch ein, zwei Sachen zu verbessern. Ich bin so richtig im Kaufrausch jetzt und möchte natürlich schauen, dass wir hier auch, wenn wir schon erweitern, richtig gut erweitern, sinnvoll erweitern. So, der Kleine ist soweit durch. Dann können wir gleich zum nächsten Mähdrescher, der ist nämlich auch schon wieder voll. Dann können wir auch gleich den Kipper hier wieder ins Silo verfrachten, denn der wird dann auch gleich voll sein. Ja, wunderbar. Und dann kriegen wir vielleicht ja sogar noch fast einen Kipper voll. Dann hätten wir wieder um die 70.000 Liter hier. Plus das Stroh. Ja, würde uns natürlich deutlich weiterhelfen. Nee, ich glaube, wir werden doch nicht auf diese Vorratsgeschichte kommen. Zumindest jetzt noch nicht, vielleicht nach der nächsten Ernte, weil hier würde ich schon ganz gern das noch etwas verbessern, damit wir einfach hier noch ein bisschen schneller mit der Feldbearbeitung vorwärts kommen. Denn das kostet uns jedes Mal viel Zeit. Das Gruppern dauert fast eine Folge, das Einsehen dauert fast eine Folge. Kann zwar parallel laufen, aber dann müssen wir auch noch düngen, das dauert auch noch, da wollen wir noch eine bessere Feldspritze holen. Also irgendwie müssen wir mal erweitern. Hier oben, und ich denke mal, wir werden das erweitern, was am kleinsten und am schwächsten ist. Das ist momentan der Gruber.
Und den Gruber, den wir jetzt hier haben, müssen wir dann ja auch runter verfrachten, denn da brauchen wir ja später auch einen Gruber fürs Feld 19. Dürfen wir nicht vergessen, da müssen wir ja auch dann das Feld wieder vorbereiten sozusagen. Können also das kleine Gerät weiterverwenden. In diesem Sinne, denke ich mal, wird es sinnvoll sein, nicht auf Vorrat zu bunkern, sondern doch erstmal das Ganze zu verkaufen, damit wir einfach hier genug Geld zusammenkriegen. Ja, damit ist ja das Programm für die nächsten Folgen hier im Prinzip schon wieder soweit vorgestrickt. Da haben wir schon wieder einiges, was auf uns zukommt. Allein das Stroh einfahren wird hier dauern. Da wäre es natürlich schön, einen Schwader zu kaufen. Die Überlegung ist, lohnt sich das mit einem Schwader, der große kostet richtig Geld? Oder dann doch vielleicht einen größeren Mähdrescher? Also, es wird alles eng. Es hängt also alles von der nächsten Ernte im Feld 19 ab, dass wir dann hier den großen Wurf landen, um auch an die Profiliga der Arbeitsmaschinen hier heranzukommen. So, jetzt werden wir erstmal hier den zweiten Knaben abkranken. Wo ist er? Da unten ist er. Gut, und dann natürlich die restliche Zeit nutzen, hier schon mal wieder Stroh einzusammeln. So, jetzt haben wir nämlich auch alle Traktoren im Einsatz. Das heißt, wir bräuchten auf alle Fälle noch einen Tracker. Tja, da käme uns natürlich der gute Gruber gar nicht mal so ungelegen. Denn im Moment kommen wir einfach mit drei Traktoren ansonsten nicht weiter. Denn unten der Schlüter, das könnt ihr euch mal ansehen hier, der ist immer noch ziemlich zugange. Der hat also noch ganz schön was vor sich. Klar, weil die Felder auch sehr lange sind. Oh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir müssen auch hier ein bisschen was an Stroh unseren Kühen noch bringen. Ich denke, das können wir die Folge noch unterbringen. Werden wir noch schaffen. Das heißt, wir fahren jetzt noch einmal runter, einmal hoch. Dann haben wir auch hier soweit schon mal richtig gut was vom Feld abgearbeitet. Ja, der Erntestreifen da in der Mitte wird auch deutlich kleiner. Das sollte auch in der nächsten Folge fertig werden. Ja, und dann rechnen wir nochmal alles durch und überlegen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, die Ernte gleich zu verkaufen. Ich denke mal, das macht Sinn. Danach können wir anfangen, mal was ins Lager zu packen und auf eine große Nachfrage zu warten. Aber jetzt sollten wir doch erstmal schauen, dass wir hier das nötige Geld zusammenkriegen. So, einmal noch den Schwenk. Und schon haben wir hier einen Haufen Stroh drin. Da stehe ich zum Glück nicht im Weg, aber der Mähdrescher ist gleich voll. Okay, das heißt, wir sollten hier mal dann kurz anhalten, gerade darüber spurten, so, und hier mal ein bisschen abtanken, dass die Kollegen vielleicht in der Folge noch fast fertig werden oder ganz fertig werden. Vielleicht machen wir das dann 1-2 Minuten länger, dann haben wir das aber aus dem Kreuz sozusagen. So, wir tanken hier schon mal ab, oben der steht auch schon wieder bereit. Während der abtankt, möchte ich mal gerade gucken, wo der Junge unterwegs ist. Ja, der hat's fast geschafft, das ist gut. Dann holen wir nämlich mit dem Traktor danach von oben den Güllewagen runter. Das ist gar nicht verkehrt. So, der ist gleich durch. Perfekt. Ab zum nächsten Mähdrescher. Und schon seht ihr, es bleibt kaum noch was übrig. Also das wird bald fertig sein. Die Einsaat unten ist fast fertig, dann können wir mit dem Güllstreuer, den wir gekauft haben, auch entsprechend schon zu Werke treten und sparen natürlich auch für das Düngen bares Geld, das ist wichtig. Das hilft uns ja auf Dauer auch weiter und das, was bei der BGA da unten reinkommt, plus das vom Kuhstall, sollte also auf alle Fälle immer ausreichen, um das Feld 19 düngen zu können. So, den muss ich aber jetzt auch gleich wieder hier ein Stück auf Seite stellen, denn ansonsten habe ich nämlich das Problem, dass ich hier gleich wieder im Weg stehe. So, hier bleiben wir stehen. Springen mal kurz raus zum anderen Mähdrescher rein. So ist das schön fliegender Wechsel sozusagen. So macht das Arbeiten auch Spaß. So, und jetzt haben wir schon gleich 18.000 Liter drin. Da würde ich sagen, fahren wir auch gleich nochmal schnell zum Kuhstall. Bringen das noch unter. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Gucken, ob die sich jetzt da gerade ins Gehege kommen. Garantiert, so wie ich die Helfer hier kenne. Und natürlich, keiner weiß, was los ist, wenn man nicht alles hier selber macht. Also einmal den Helfer raus. Der traut sich ja nur nicht richtig ranzufahren. So, ein bisschen hin und her rangieren.
Muss ja aufpassen, sonst fährt hier der andere Helfer gleich los, hier der Trödel. Ja, das ist natürlich nicht so schön. So. Jetzt noch einmal zurück und dann kann der doch hier gleich weiter ernten. Perfekt, einmal den Helfer rein. So, ist doch nicht so einfach, ne? Wenn man Helfer ist, so geht's doch besser. So, jetzt kann nämlich der zweite Kollege auch gleich loslegen. Wunderbar. Wir fahren aber jetzt erstmal zum Kuhstall, werden das Stroh abgeben, damit die Produktivität für die Kühe wieder etwas ansteigt. So, da muss jetzt halt der eine Mähdrescher im Moment warten, der andere kann ja noch weiterfahren. Ihr seht, wir kommen hier dem Ernteende entgegen. Da unten ist ja auch schon der Kuhstall, da werden wir schnell mal das Stroh abgeben. Ja, ja, die freuen sich alle schon. Oh, der Stroh-Solaris kommt, ja. Sozusagen. So, hier vorne tummeln sie sich schon. Ja, ist ja gar nichts mehr an Stroh da. Ja, die Kuh guckt schon ganz verdutzt, hat der Affe immer noch nichts vorbeigebracht. Ja, ich bin schon da, ihr Lieben. Ja, und das Mähwerk stört wieder. Natürlich. So, und jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen Stroh reinfüllen. Ich denke, das kriegen wir sogar so komplett rein. Oh, da geht viel an Stroh rein. So, das ist zwar jetzt noch nicht für 6 Tage, aber es reicht doch erstmal aus, um uns hier im Prinzip ein bisschen die Produktion zu verbessern. Aber ihr seht schon, das wird einiges werden. Da können wir vielleicht schauen, ob wir sogar in der nächsten Folge nochmal ein paar Liter Stroh dazugeben. Das wäre natürlich auch eine Idee. Für heute sind wir im Prinzip schon wieder durch. Ja, die Zeit geht halt schnell rum. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir so ein bisschen im Rahmen bleiben. Ich werde mich jetzt auch mal an die anderen Projekte noch machen. Und ihr seht schon, es ist nur noch ein ganz kleiner, schmaler Streifen übrig. Das passt also wunderbar. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.